Ja, das ging schnell. Ja, und willkommen zu einem neuen Let's Play Rayman Revolution, auch bekannt als Rayman 2. Eigentlich heißt es ja Rayman 2 für Great Escape, zumindest auf dem PC, aber auf der PlayStation 2 heißt es Revolution. Ja, neues Spiel. Gib einen Namen für das Spiel ein. Hallo, reagierst du mal? Ach so. Also Rayman 2 habe ich in Wirklichkeit noch nie wirklich durchgespielt, sondern mehr meine Geschwister. Quatsch. Was mache ich denn da? Wie lange kann man eigentlich den Namen machen? Oh. Dann heißt es einfach nur Scary Mess. Ich hoffe, er hat jetzt nicht zwei Ys gemacht. Scary Mess, dann heißt es einfach nur Scary Mess. Dann heißt es einfach nur Scary. So. Ah nee, man kann nur bis A machen, also dann habe ich glaube ich doch mit 2 Y, egal. Rayman! Was haben die Piraten Achso. Auf der Welt gemacht? Einen Planeten des Bösen, voller Angst und Schmerz. Einen dunklen Ort mit grausamen Monstern. Seit sie dich gefangen haben, kann sie nichts mehr stoppen. Haben alles genommen und die Leute versklavt. Cool, was? Die Roboter streifen umher und schnappen alle Unschuldigen. Im Chaos haben sie das Herz der Welt gesprengt. Es bestand aus 1000 Worms, die nun ganz verstreut sind. Die Stimme, Alter. Vielleicht ist es Lei. Flieh, Rayman. Du bist die einzige Hoffnung für diese Welt. Rayman Revolution. Jetzt im Kino. Das Gefangenenschiff der Piraten. Kommandant Admiral Klingenbart. Sklaven an Bord 19.000. Boah. Wach auf, Rayman. Ich sende jemanden zu Hilfe. Klobox oder was? Find die Ladebildschirme echt genial. Also ich kann mich noch an einigen Sachen erinnern, beziehungsweise ein... Also ja, man... Mensch, Mann, 800! Gern Klobox. Ich bin schwach und meine Kräfte sind fort. Weißt du, Globox, das ist bestimmt das Ende. Nein, nicht Ende. Globox hat gutes Geschenk von Lai. Lai? Die Fee?
Oh, I, Alter. Die Musik ist viel lauter als die Stimmen. So, erstmal kurz, okay. Mit X springe ich, beziehungsweise fliege ich. Mit 4 schlage ich, mit Kreis schlage ich auch und... Was machst du da für Geräusche? Willst du mich fressen oder was? Mach A. Ja, Lebenspunkte. Das hört sich jetzt schön gut an. Achso. Nein. Aber ich glaube, Raymond... Nein, was? Wie kann ich den verfehlen? Wer ist das denn? Kenne ich gar nicht. Okay, ich habe es ja damals als Kind gespielt und wie gesagt, ich habe es noch nie wirklich durchgespielt. Auch den Nachfolger Raymond 3, da habe ich... Ich habe das schon sehr viel gesehen, aber... Ja, natürlich möchte ich speichern. Was ist das für eine Frage? Und Raymond 3, ja, habe ich theoretisch gesehen... Halb-halb durchgespielt. Also zum größten Teil hat es meine Schwester gemacht, aber... In Wirklichkeit habe ich dann den Endgegner besiegt. Ah, oh, doch, mit 1 Y. Stage 1 von 10. Okay. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich auch eine neue Memory Card. Ach, der! Ich bin Murphy. Ich bin hier, um dich zu leiten. Willst du den Stein rechts nehmen wollen? Nein. Den. Ja, ich verstehe, was er sagt, aber ich lasse trotzdem den Text anzeigen, damit auch Personen es sehen, die nicht verstehen. Warum haben die Schmetterlinge überhaupt ein Gesicht? So, ach so, hier ist dann gar nichts mehr. So, lass euch mal angezeigt. Sind immer die Geräusche genial. So, erstmal baden. Ist hier kein Wasserfall? Okay, so kann ich... Ah, okay. Mit L2 mache ich diesen, den Kampfmodus hier quasi. Mit R2 macht er gar nichts. Und L1 und R1 drehe ich die Kamera.
Drücke zum Springen X und wie heißt es? Viereck oder Kreis zum Schießen. Na, ich kann ja nur schlagen. Hältst du Viereck gedrückt, komme ich zurück. Ich kann ja nur da lang gehen. Hallo, Kameraperspektive. Ja, ich kann ja nur da lang gehen. Wirklich die. Achso, der Blutsauger hier. Damals habe ich nie gewusst, was die auf sich haben. Kommt ja jetzt wieder. Hier ist einer der 1000 gelben Lums, die das Herz der Welt bildeten. Finden sie alle. Wenn ich überhaupt alle finde. Ich denke mal, dass ich nicht alle finde. Mann, dreh dich doch mal. Alter, ich muss mich erstmal an die neue Steuerung gewöhnen. Weil ich normalerweise so kenne, dass man sich die Kameraperspektive sich selber entscheiden kann. Oh, deine Kinder. Also wer dieser komischen Mücken sind, die erfährt man in Rayman 1. Das werde ich auch irgendwann spielen. Ich weiß, wieso beginne ich nicht mit Rayman 1? Ich muss erstmal gucken, wie das alles funktioniert. Ich kann doch niemals hier einen übersehen haben. Na mal. Wirklich einen übersehen oder er wird noch kommen? Ach ja, ich weiß auch damit. Im ersten Level kam ich nie darüber. Mann, wieso drehst du dich automatisch? Ja, Papa, zu heulen. Ups. Ich wollte gar nicht noch schlagen, ehrlich. Eine Mücke. Ist mir jetzt egal, wenn ich jetzt den einen übersehen habe. Ach, da ist der ja. Mann, Alter. Du möchtest bestimmt wissen,
Nein, ich hab die nicht gesehen. Natürlich habe ich die gesehen. Tim Pilz. Ja, schön. Ah ja. So lange, bis du oben ankommst. Alter, was ist denn das denn jetzt, Hühner? Oh! Ich glaube, das so ein Kleinling war. Ich finde die echt genial. Die streiten sich jedes Mal um die Krone. Ich bin der König der Kleinlinge. Aber. Nein, der König bin ich. Kommt schon, wer ist König? Ach, ich bin das. Ich. Halt! Ich muss Globox und Blei finden. Wisst ihr, wo sie sind? Achso, ich muss ja selber weitermachen. Was ich zu sagen habe, ist ja schlecht. Blei und Globox sind in den Kerker gesperrt worden. Wieder mal Globox. Ach, jetzt geht auf einmal der Text schneller. Denn mit der Energie der 5 Fuß, die du eingesammelt hast, wir können dich an die Fort schicken, wo die Piraten sind. Wenn du da bist, suche nach dem Kleinling-Zirkel. Wir warten doch noch auf dich mit den letzten Neuigkeiten. Übrigens, bevor sie gefangen sind, lief leicht einen Silberlund hier. Kann ich jetzt eigentlich schießen? Ja, endlich.